Daniel Zadra, wir stehen jetzt da am betreffenden Grundstück, wo der ehemals der IKEA geplant war. Da soll jetzt ein neuer LKW-Kontrollplatz entstehen. Derzeit gibt es im Ländle ja nur einen. Wieso braucht es jetzt einen zweiten? Ja, der Stand derzeit ist, dass es einen Kontrollplatz gibt an der A14 in der Höhe Nützidas. Da kann man LKWs kontrollieren, die von Bregenz Richtung Arlberg unterwegs sind. Ansonsten gibt es für die Polizei sehr wenig eingeschränkt, die Kontrollmöglichkeiten. Hier wäre es ganz schnell und unkompliziert einrichtbar, dass man eine Kontrollmöglichkeit schafft, wo die Bundespolizei kontrollieren kann, aber auch der Zoll und die ASFINAG. Und LKWs, die vor allem die Transit-LKWs betrifft es, auf technische Mängel kontrollieren kann, auf Lenkerzeiten kontrollieren kann und einfach die Verkehrssicherheit erhöhen kann dadurch, weil wir wissen, es sind leider sehr viele Fahrzeuge auf den Straßen, die nicht dem technischen Standard entsprechen. Und wieso soll es jetzt genau hier einen neuen LKW-Kontrollplatz geben? Ja, das wäre ideal. Hier sind wir auf der Route, wo LKWs betroffen sind, die in die Schweiz fahren. Hier kann man ganz einfach das einrichten, weil der Platz, der gehört, ist im Eigentum der Gemeinde und man kann das temporär zur Verfügung stellen. Das heißt, wenn man dieses Grundstück später für andere Zwecke braucht, dann kann man das auch in kürzester Zeit auch wieder abbauen, weil es bedeutet wirklich nur eine Befestigung des Bodens für in etwa der Größe von 3 LKW-Stellplätzen. Christine Böschwetter, die Grünen schlagen vor, hier an diesem Platz, in dem ehemals der IKEA geplant war, in Lustenau, direkt an der Dornbirner Straße einen LKW-Kontrollpunkt einzurichten. Wieso genau hier und wie sieht der konkrete Vorschlag aus? Wieso genau hier? Dieser Standort liegt direkt an der L204, an der Durchzugsstraße. Und wir brauchen ja auch nicht den ganzen Platz. Uns sagen die Kontrollorgane, mit 200 Quadratmetern, mit 3 Stellplätzen für LKWs, sind sie ganz glücklich. Da können sie gut Kontrollen durchführen. Der Platz ist ja viel größer. Und was genau macht jetzt diesen Platz zum perfekten Standort? Naja, wenn die Kontrollorgane LKWs aus dem Verkehr ziehen wollen und der Verkehr nicht zum Erliegen kommen soll, dann muss man mit diesen Lastwagen irgendwo auf die Seite fahren können. Und das geht hier an diesem Platz, darum eignet der sich so gut. Uns ist es ja allen ein Anliegen, dass der Verkehr trotzdem weiter fließen kann. Was genau müsste jetzt an diesem Standort noch passieren, damit man hier den Kontrollpunkt einrichten könnte? Uns sagen die Kontrollorgane, eine Lampe von oben wäre ganz nett, dass man den Platz ein bisschen ausleuchten kann. Natürlich muss die Sicherheit der Fahrradfahrer und Fußgänger gewährleistet sein. Da draußen führt ein Fußgänger- und Fahrradweg vorbei. Das muss man regeln, ja, und ein bisschen eine Befestigung. Also sie sagen, eben muss der Platz sein, damit sie kontrollieren können. Und dazu haben Sie auch schon einen Antrag eingereicht? Wir haben einen Antrag eingereicht, dass die Gemeinde Gespräche aufnimmt, also der Bürgermeister Gespräche aufnimmt mit dem Land Vorarlberg und den Kontrollorganen, dass wir diesen Platz recht unkompliziert und rasch zur Verfügung stellen können.